Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, wir haben es den, ja, wir 21, den 21. Tag und die, die aufgepasst haben, können rechnen und wissen, es steht wieder eine blutrote Nacht bevor. Wir bereiten uns dann erstmal wieder vor, da wir mittlerweile im Brückenbau aktiv sind und Basenbau, ja, müssen wir hier erstmal komplett die Verteidigung wieder aufbauen. Das heißt, Holz hacken, Stacheln machen. Mathilde macht Stacheldraht. Hier die komplette Seite haben wir schon ein bisschen repariert. Hier fehlt aber noch einiges. Und ja. Wie ich halt auch die KI kenne, gibt es bestimmt 1 bis 2 Horden, die nochmal gleich kommen. Mal schauen. Ich werde jetzt auch nebenbei schon mal ein paar, also 2 kleine Armbrüste bauen. Und vielleicht auch schon mal ein paar Bolzen in Auftrag geben, die wir eventuell schon diese Nacht nutzen werden. Wer bei mir jetzt gerade mal unten guckt, der sieht, oh, sehr schön, die 84 feuchten Betonblöcke für unsere neue Basis sind auch fertig. Das heißt, unser wunderschöner kleiner Armbrust steht auf diesem Wege. Braucht denn Kleber, Kleber, Klebeband. Wie viel Klebeband haben wir denn noch? Ich hatte relativ viel aus unserer alten Basis mitgebracht, 36. Können wir aber auch im Zweifelsfall aus Knochen neu kochen. 20. Das machen wir dann wo? Bei dem Kochkram? Und sobald wir eine Chemiestation haben, sobald ich die bauen kann, entsprechend an der Chemiestation. Also eher später. Ja. Also bis jetzt Leim erst noch im Kochtopf sozusagen und später dann in der Station, in der Kochstation. So, ich habe jetzt 100 Stacheln in Auftrag gegeben, das sollte eigentlich reichen. Ja, ich habe jetzt auch 95, also ich habe irgendwie 120 Stacheldraht gerade in der Mache. Okay. Aber jetzt, wir können ja rundherum, können wir ja auch nochmal ein bisschen was bauen. Also einfach nochmal so einen kleinen Schutz, weil wie du das mit Stacheldraht gemacht hast. Ja, ja, genau, das war der Plan. Das war wenn der Stacheldraht noch nicht reicht, dann nimm nur die Stacheln dazu. Aber um das Haus herum fehlt auch noch viel Stacheldraht, glaube ich. Ach, die eine Ecke. Ich gebe jetzt auch erstmal relativ viele Bolzen in Auftrag. Bolzen. Ja. Yeah. Es werden nicht nur Bäume gefällt, es müssen auch welche nachgepflanzt werden. Jo, ganz, ganz wichtig. Denkt an die Nachhaltigkeit. Ja, wichtig. Ich mach's einfach nur aus Fauler, dann muss ich nicht so weit laufen zum Holzhacken. So, oben, falls du Hunger kriegen solltest, sind Wildbreteintöpfe fertig. 7 Stück sind in der großen Kiste. Guten Appetit. Oh, danke. Ich glaube... Und wir haben 120 Fleisch noch übrig. Ich muss bald was essen, nicht trinken und nicht essen. Erstmal pflanzen. Wird gepflanzt. So. Da hinten fällt Stacheldraht. Stacheldraht. Ja, ja, ich komme doch gleich mit Stacheldraht. Ich guck doch nur. Gut. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich den Stacheldraht postiere und dann nochmal auf Nesterjagd gehe. Ja, Nesterjagd brauchen wir auch, weil wir haben, glaube ich, nur noch 250 oder so. Waren jetzt schon ein paar mehr. Also ich habe gerade irgendwie über 400 Bolzen in Auftrag gegeben. So ist es jetzt nicht, aber die nehmen schon ab. Und apropos Pfeile, da ist ein dämlicher Vogel.
Ja, töte ihn. Zwei dämliche Vögel. Dann hast du was zu trinken. Zu trinken. Dann hast du Federn, Mensch. Ich hab grad getrunken, so. Ja, ich muss nur die dämlichen Vögel auch treffen. Bingo, ein Vogel down. Wo ist der andere? Der kreischt hier noch so rum. Da ist der. Hängt gerade fest und fliegt dumm im Kreis. War leider nicht in regelmäßigen Kreisen. Ich habe nochmal zwei Beinschienen in Auftrag gegeben. Sehr gut. Weil ich habe überhaupt noch keine gemacht. Also ich habe zumindest keine. Boah, du dummer Vogel. Es fliegt nicht. Jetzt aber. So, jetzt stelle ich erstmal die Stacheldrahtdinger auf, wo die fehlen. Oh, hier fehlen auch noch normale Stacheln. Warte. Normale? Ja, so auf der zweiten Höhe. Beim Balkon. Da waren wir nicht auf der zweiten Höhe? Ja. Aber wie kann man das denn da machen? Ah, Stacheldraht ist ja fast vollständig. Ach, hier fehlt noch. Ja, und der äußere Kreis? Ja, den mache ich ja jetzt gleich, aber ich wollte ja erstmal am Haus. Aber wie hast du denn hier komplett auf der zweiten Ebene Stacheln hingekriegt? Jetzt natürlich etwas schwerer, naja, indem man es einfach drauf setzt. So, wie du es jetzt gerade machst. Ja, aber ich kann nur an der Säule. Ja, doch, da geht's ja, dann musst du dich ein bisschen seitlich hinstellen. Aua, aua, aua. Aber es geht nur so an der Säule. Dazwischen kriegst du keins. Nope. Yes. Vielleicht kannst du es nicht, aber... Ja, ja. Ach, direkt über unser Haus sind noch zwei. Ich dachte, die hast du gekillt. Wie, da sind immer noch zwei? Drei. Ich habe zwei gekillt. Ich sehe jetzt auf einmal drei. Die ein. Angriff der Killervögel. Die Vögel. Alfred Hitchcock lässt grüßen. Das Ende der Welt. Oh, den zweiten habe ich jetzt aus den Augen verloren. Jetzt sehe ich nur noch einen. Einer hat mich gekillt. Sehr schön.
Wie hoch fliegst du denn, du Arsch? Voll ätzend, ne? Mich da überhaupt hin mit dem. Nee, aber ich bin eine Kreischerin. Schon wieder so eine Kreischer-Mist-Pussy. Fuck! Hunde, rein! Angriff der Killerhunde! Was hast du? Ich dachte, es wäre ein Hund. Gut, dass du mich nicht verletzen kannst. Überholt mich. Ich dachte, es wäre ein Hund. So, jetzt erstmal dieses Miststück tot. Ja, der Vogel ist auch noch da. Denk daran, ne? Ja, ich sehe ihn. Waren das alle Hunde? Glaube. Aua! Scheißvogel! Und schon bin ich wieder infiziert. Mist. Gut, ich gehe über den Nahkampf. Oh, Stacheln! Okay, Nahkampf nicht gut. Auch besser. Nahkampf! Warum schlage ich daneben? Nahkampf nicht gut. Scheiß Vogel. Ey. Triple Power. Wir haben ja noch Wildbretteintopf. Wo ist der dumme Vogel? Scheiß Vieh. Einer ist hier hinten weggeflogen. Ja, einer hat mich infiziert und hat sich Richtung dann verpisst. Norden, Nordwesten. Dass ich nicht infiziert wurde. Ja, mich hat der Vogel einmal angekratzt und schon war ich infiziert. Du Arschloch! Ja gut, wenn du infiziert bist, kannst du jetzt erst recht nachkommen spielen. Mathilde on Rage! Ja, schon so eine kleine Horde, ne? Ja, wegen dieser Kreischer. Erst diese scheiß Vögel. Pussy. Das kann der Nacht werden, du. Wie gesagt, wenn die Stacheln nicht ausreichen, ich habe hier noch Stacheldraht, ich habe noch Stacheln. Ja, ich habe noch 25, dann 23. Dann setzen wir also nämlich die hier querbeet rum. Wenn wir ein paar Stacheln reparieren, dann halten die auch länger. Weil ich würde mich dann gleich auf Federsuche aufmachen. Nämlich jetzt. Ja, ich würde aber trotzdem ein paar Lücken lassen, sonst kommen wir ja nicht durch. Ja, ne? Natürlich. Und dann sind wir schon fast fertig, Mensch. Ja. Ich habe noch 56 Stacheln. Gucken, ob da wo noch eine Lücke ist. Wir können ja hier fortsetzen. Du machst das schon. Wie immer. Natürlich. Der Löwe. Dein Job? Ich suche Federn, damit wir schießen können. Oh, fuck! Was ist fuck? Bär. Ich bin fast in einen Bär reingefahren. Das Laufen. Ist wirklich fuck. Mach doch so. Entschuldigung. Aber der hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Ist auch ein normaler Bär, kein Zombie-Bär. Das ist gut.
Oh nein. Oh. Das habe ich nämlich gerade im Wolf gehört. Jo. Wolf hinter mir. Wolf tot. Hat mich kein einziges Mal erwischt. Hahaha. Fantastisch. Mann, Mann, Mann. Ist das alles aufregend. Oh, hier ist ein Loch. Och. War jemand schon in mir drin, du Loch? Aus. Wasser, hier ist Eisen. Aber kein Nitrat mehr. Sieht aus, als ob dich jemand schon mal besucht hätte, du Loch. Ein spannendes Loch. Oh, ich bin im Kreis gelaufen in diesem Kreislauf. Hier wieder raus. Muss ich mir hier eine Schräge buddeln? Toll. Ja, mit Schräge bin ich außen fertig. Im äußeren Bereich habe ich es so gemacht, da wo die Lücken sind, habe ich so 5 Meter Abstand quasi nochmal Stacheln gesetzt, damit wir an den Stacheln vorbeilaufen können und dann hinter den Stacheln kommen wir durch den Stacheldraht. Sehr gut, ich musste mich gerade aus dem Loch rausbuddeln. Falls es nochmal schnell gehen muss, die Kunden haben weiß ich Bescheid. Was war das? Oh, Hirschchen! Hat zwar jetzt gerade kein Fleischmangel. Immer mitnehmen. Aber Hirsche, immer mitnehmen. Aber Fleisch kann man immer gebrauchen. Tut ja nicht weh, etwas mehr zu haben. Das Gute ist, dass in diesem Spiel das Fleisch nicht verdirbt. Das wäre echt nervig. Dass das Essen allgemein nicht verdirbt. Das gilt ja auch für die anderen Nahrungsmittel. Ja gut, das meiste ist ja auch auf Dose, ne? Ja, ich meine jetzt auch die Sachen, die man sich gekocht hat. So hier Eintöpfe und Kuchen etc. Das verdirbt ja alles nicht. Andere Spiele berücksichtigen sie. Beispiel Project Zomboid. Da verderben die Lebensmittel. Allerdings kann man da auch angeln. Ja, ein Wolf. Er hat mich diesmal nicht gesehen. Geben doch auch Fleisch. Ja, aber ich muss mich nicht unbedingt zwangsweise mit denen anlegen. Apropos Anlegen, du könntest mal unsere Ausrüstung aufwerten, so dann so Eisenrüstung. Ja, habe ich doch schon gebraucht, die Beinschienen. Aber ich habe kein geschmiedetes Eisen mehr. Noch was in der Schmiede? Nee, aber in der Werkstoff. Nee, da habe ich aufgebraucht. Das waren 79 Stück vorhin. Ja, eine Beinschiene braucht 30. So, ja, dann musst du halt welche in Auftrag geben, ne? Boah. Dauert ja eh erstmal. Mach nochmal 100. Oh, noch ein Hirschilein. Stehen bleiben. Der dumme Hirsch hinter dem Baum. Aha.
Oh, auch wenn ich eigentlich nur auf Federn aus war, ist es eine erfolgreiche Fleischjagd. Ich habe jetzt schon 27 Fleisch gejagt. Ja, für nebenbei nicht schlecht. Oh, obwohl das ja eigentlich gar nicht meine Intention war. Perfekt. Ja, ich glaube, dann gehe ich nochmal rüber. Mach das. Macht er die äußere Verteidigung? Wo sind meine Beinschienen, verdammt? Hattest du dir vorhin eine genommen? Jetzt nur eine gebaut. Irgendwie ja. Naja, mache ich dir später welche. Okay. Wenn geschmiedeter Eisen fertig ist. Müssen wir nochmal Lehmschaufel. In der Werkzeugdings müsste auch noch über 1000 Lehm sein. Ich wollte jetzt halt nur nicht mehr ganz so viel in diese Schmiede reinpacken, was nicht sein muss. Weil wir demnächst umziehen werden. In einer neuen Schmiede. Wo wir dann neue Ressourcen reinpacken müssen. Naja. Gut, dann habe ich jetzt mein Beton. Nee, ich muss ja in den Keller, das ist auch eine Etage tiefer. Mal schauen. Ganzen Baukrempel mal mitnehmen. Ist doch besser, wenn ich in der Basis bin, weil dann kommen weniger Zombies hier rum. Liegt auch schon wieder einer. Oh, ein Compoundbogen. Nice. Du willst, kannst du den dann für die Nacht haben, weil ich werde in der Nacht definitiv mit Armbrust schießen. Ich mach mal weiter Bogen. Ja, deswegen, du kannst dann den Compound-Bogen haben, wenn du willst. Ja, ich nehme noch ein paar Pfeile, weil ich habe nur 154. Ich kann nochmal auf die andere Seite gehen, wenn ich noch Zeit habe und da nach Fallen gucken. Nacht beginnt ja auch wie immer um 22 Uhr, also noch ein bisschen Zeit. Ja, ich bin jetzt auch gerade auf dem Weg hierher nochmal durch die Stadt gekommen sozusagen. Und da dachte ich mir, oh, da kann ich auch noch neben den Nestern, die ich durchsuche, kann ich auch nochmal das ein oder andere Auto auseinandernehmen. Tut ja nicht weh. So, diese Frames hatte ich mir ja damals hingelegt, um einfach zu markieren, wo wir, ja, wo die äußere Mauer sein sollte. Denn für die äußere Mauer kommt jetzt hier ein, zwei Schichten Beton. Das ist ja das Graue. Das wird aber erstmal nicht grau sein, weil das erstmal aushärten muss. Jo, und ich stelle mich immer hier gerne drauf und dann... Wenn ich unten stehe, dann verbaue ich mich manchmal gerne und dann haben wir hier seitlich irgendwie einen stehen. Und das ist ärgerlich, weil erstmal diese Betonklötze sind schon ressourcenmäßig recht teuer und es dauert ewig, bis die fertig sind. Ja, darum habe ich jetzt auch nur wieder 80. Und ich glaube, das reicht auch gerade nur für diese eine Wand hier. Die Front hat man fertig. Ich glaube, die andere Seite, ich weiß nicht, ob wir die hintere Seite, die müssen wir, glaube ich, auch noch machen. Guck gleich mal, wenn ich hier verbaut habe. Ich habe einen richtig schlechten Motor gefunden.
Egal, wenn wir nochmal einen Betonmischer in der neuen Basis bauen, dafür reicht er vollkommen aus. So, 7 Stück und die hintere Wand fehlt auch noch. Ja, merkt euch, Motoren sind immer wertvoll, selbst wenn die nur eine Wertigkeit von 36 haben. Wir können im Zweifelsfall nämlich auch einfach ein paar Generatoren nochmal mit ein paar Volt unterstützen. Also ich denke mal noch so irgendwas. Ach du Scheiße, hier haben wir doch was. Da haben wir Quick gebaut, da habe ich mich verbaut. Zweimal sieht man sogar. Ja. Also 50 werden wir noch locker brauchen. Hm. Letztes Auto, dann mache ich mich auf den Heimweg. Putz kann weg, Pflanzenphase. Habe ich nämlich auch gleich unseren Benzinvorrat ein bisschen aufgestockt. Oh, Benzinkanister. Hm. Ja. Oh, ich habe eine schöne Batterie gefunden. Was für eine Wertigkeit? 533. Hm? Scheinwerfer, die können mal weg. Dann nehme ich lieber die ganze Benzinkanne. Okay, dann mache ich mich auf den Heimweg, beziehungsweise stromere noch rum, um noch ein paar Federn mehr zu finden. Bis jetzt habe ich 400 ungefähr, noch nicht ganz 400. Ich krieg die 500 bestimmt noch voll. Ich bin ganz schön heiß geworden. Immer. So. Noch Zeit. Ich habe eine Glasblöcke dabei. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. Ich mache immer so einen Quarantänebereich quasi, wenn wir von vorne reinkommen. Falls sie das zerkloppen, also generell, wenn wir hier angegriffen werden, sind blutrote Nachts, nehmen wir die halt weg. Und wenn sie das Tor kaputt hauen, dann landen sie erstmal hier unten in den Stachelbereich und hier von oben können wir dann schön auf sie wieder schießen. So, Klappe zu, Affe tot. Oder wir machen aber eh genug Frames. Genau, wir legen erstmal Frames nochmal auf. Da, die da, die da. Latsch, latsch, die Halle. Eins.
11. Fantastisch. Ich krieg die 500 Federn auf jeden Fall noch voll, habe ich mir vorgenommen. Dafür fehlen mir auch nur noch 43, dann habe ich 500 Federn gesammelt. Juhu! Hurra! Auch dass wir ordentlich schießen können. Oh, nur noch 10 übrigens an der Stelle. Dann bin ich auch wieder mal voll. Volle Mathilde. Was ist... Jetzt bin ich voll und ich habe hier aber noch 14. Schmeiß ich weg, was... Ach, komm, das ist dann einen Glaskrug. Und einen Glaskrug, den brauche ich ja nun wirklich nicht. Da lieber noch ein paar Federn mehr mitnehmen. Oder? Sehe ich das falsch? Nö, Federn. Federn, ne? Ja. Dass wir uns verstehen. Ja. Ja. Ich habe gerade mit dem Bergarbeiter zu mir. Ja. Oh, hier ist eine Höhle. Hier ist so eine Bunkerhöhle. Also ich gehe sowieso nicht rein, weil ich keinen Platz habe, aber ja, hier ist offen. Hi Tussi. So, das Glas irgendwie verbaut. Ein Glasbrocken haben wir noch übrig. Ich habe sogar zwei Motoren gefunden. So, und die vierte Etage wird dann das Dach. Dann habe ich hier unser Küchenkomplex fertig. Ah, super, dann kann ich mich um die Inneneinrichtung kümmern. Genau. So, aber ich komme jetzt rüber. Herr Heinrich ist nämlich der Innenarchitekt, Außenarchitekt, ich bin der Innenarchitekt. Ja, in Richtung liegt mir nicht. nee, ich würde sagen, ich komme jetzt rüber und dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Break. Jo. Vorbereitung ist beendet und dann geht's über in die blutrote Nacht. Blutrote Nacht, die dritte. Genau. Also, eure Aufgabe ist jetzt... Ja, das Video zu liken, Schwein. Abonnieren, kommentieren und ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.